Hallo, da seid ihr wieder. Ich bin auch wieder hier. Oh, toll. Und wir packen jetzt die Bloggerbox zusammen aus. Ich hatte sie ja schon, na gut, 2, 3 Wochen zu Hause rumliegen. Durfte jeden Tag dran vorbeilaufen und durfte sie einfach nicht öffnen, weil sie ein Weihnachtsgeschenk von meinem Mann war. Aber genug gequatscht, jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar, wir fangen an mit meinem Lieblingsprodukt aus der ganzen Box. Seid ihr gespannt? Ich glaube, es ist nicht so schwer, oder? Also, wer meinen Blog kennt, der weiß ja, dass ich Düfte liebe. Und dieser Hammerduft war in der Box von C. Giorgio Armani. Ein unglaublich tolles Parfum. Unglaublich. Es ist intensiv. Es riecht unglaublich lange. Ich habe das natürlich über die Feiertage schon probiert. Aber es ist ein pudriger Duft, aber nicht zu schwer. Also das ist ja ein sehr angenehmer, süßlicher Duft. Ich liebe ihn total. Ja. Das war der Duft. Was haben wir denn noch alles in der Box? Diva. Ganz viele Trüffelschokoladen sind da drin. Diva-Trüffel, natürlich. Böse Zungen behaupten ja, ich sei eine. Kann ich gar nicht verstehen. Naja, gut, dann passt das auf jeden Fall zu mir. Ich bin sehr gespannt, ob das lecker ist. Werde ich auf meinem Blog vorstellen und ich habe sie noch nicht geöffnet. Die sind noch original verpackt. Habe mich noch nicht rangetraut, obwohl ich ein Schleckermaul bin. Sieht man ja so ein bisschen. Okay. Dann, ich werde die auf jeden Fall probieren, bevor ich meinen Blogbeitrag schreibe oder während ich meinen Blogbeitrag schreibe zur Bloggerbox. Und dann, ja, kann ich euch leider nicht mitkosten lassen, aber ihr könnt zumindest schon mal lesen, ob es Geschmackserlebnisse sind oder nicht. Ich werde euch darüber berichten. Ach ja, ich wollte diese Pralinen schon immer mal haben, diese Trüffel. War mir aber leider immer zu teuer, ganz einfach. So, auf das hier bin ich ganz, ganz, ganz gespannt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Eine Gesichtscreme, eine Anti-Age-Augencreme. Eine Augencreme kann ich richtig gut gebrauchen. Meine Augen sehen immer so ein bisschen aus, als wäre ich 70. Ja, das macht die Melanie zum Glück auf den Fotos, die sie von mir macht, immer ganz toll weg. Eine Anti-Age-Eye-Creme. Beauty Face. Okay, was ist da drauf? Oh, das ist noch versiegelt. Ist noch versiegelt, schaut mal. Aber versprochen, bevor ich den Blogbeitrag online stelle, werde ich die auch getestet haben und vermutlich auch über Nacht getestet haben. Diese Augencreme. Bin total gespannt, ob die Wunder wirkt. Nach der Reinigung tragen Sie die Anti-Age-Augencreme mit dem Ringfinger von außen nach innen rund um die Augenpartie auf. Ja, kriegen wir hin. Wenn wir heute Abend direkt mal testen. Was haben wir hier? Mein erster OPI-Lack. OPI. OPI-Lack? Ja, ist auf jeden Fall mein erster. Keine Ahnung, wie spricht man das aus? Helft mir mal. tolle Farbe. Tolle Farbe jetzt für den Winter. Nein, ich habe den noch nicht ausprobiert, werde euch aber natürlich Tragebilder auch wieder posten auf meinem Blog und den Beitrag hier unter dem Video verlinken.
dass ihr das nachlesen könnt und die Bilder anschauen könnt dazu. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber jetzt muss ich mal gucken, was der für einen Pinsel hat. Ob der. Oh, der geht gar nicht auf. Okay, jetzt. Oh, der ist lang. Da werde ich meine Probleme kriegen. Ich mag ja eigentlich kurze Pinsel. Ich lasse mich mal überraschen, wie ich mit dem dann zurechtkomme. Okay. So, was ist denn noch in der tollen Box? Oh ja, etwas, was ich gerade schon ausprobiert habe. Den habe ich wirklich gerade ausprobiert von Art Deco. Und ich liebe ja Art Deco Sachen. Übrigens auch das Einzige, was es hier bei uns im Ort zu kaufen gibt, an hochwertiger Kosmetik. So, ich habe den ausprobiert. Also, ich zeige euch den erstmal. Ich bin ganz begeistert von der Bürste. Die war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu. Recht, das ist eine Kunststoffbürste. Recht lang sind die einzelnen. Ja. Noppen oder was auch immer das jetzt ist. Also ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die eben so recht lang sind. Dann hatte ich immer das Problem, steche mir jetzt bloß nicht die Augen aus. Okay, ich zeige euch mal, wie der auf den Augen aussieht. Da muss ich mal meine Kamera ranholen. Einen Moment. Kann man das erkennen? Ja, ein bisschen. Etwas unscharf. Ich versuche noch mal Bilder zu machen. Na? Okay, jetzt. Ich versuche noch mal Fotos zu machen, auf denen das vielleicht ein bisschen besser rüberkommt. Er ist auf jeden Fall richtig toll. Er trennt die Wimpern einzeln. Es klumpt überhaupt nicht. Und wird wirklich Wimper für Wimper wird getrennt, ummantelt von Farbe. Das macht schon Spaß. Ja. So, dann haben wir hier eine, wie kann es anders sein, eine Handcreme. Und mit meinem Lieblingsduft, mit Rosenduft. Ja, British Rose von The Body Shop. Kennt der ein oder andere von euch vielleicht schon? Ich kannte sie noch nicht. Ah, oh, das duftet. Das duftet unglaublich gut. So, mal schauen, wie schnell die einzieht. Handcreme ist jetzt im Winter total wichtig. Und der Duft ist toll. Der ist wirklich toll. Nicht zu, also er ist nicht aufdringlich, er ist ein bisschen, es ist eine frische Rose irgendwie. Gefällt mir ganz gut. Und es zieht unglaublich schnell ein, mal wieder. Also diese Produkte sind alle, die ich heute vorstelle, ganz toll. Also vorhin die Asien-Spa-Linie, wenn ihr das Video gesehen habt. Wenn nicht, müsst ihr euch da noch mal reinklicken. Die zieht auch so toll ein und jetzt diese Handcreme, die ist auch richtig klasse. Ja, aber jetzt, was haben wir noch? Das hört gar nicht auf, ne? Unglaublich viele Sachen da drin. Eine Smoky Eyes Eyeshadow Palette. Must have Eyeshadow Shades. Shades of Smoke von Meslin. So wie ihr seht, ist die noch komplett ungeöffnet. Die ist auch noch versiegelt. So. Mal gucken. Ich wollte die schnell swatchen für euch. Ja. Ich weiß, bei meinem Licht ist das immer nicht so optimal. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen, dass das ein bisschen besser ist. So, haben wir es gleich. Jetzt. Schaut mal. Mach sie mal auf, das spiegelt nämlich so. Mit Pinsel. Oh, und Verblender. Eine Seite zum Auftragen und eine zum Verblenden. Sehen die Farben nicht toll aus?
Das hoffe ich auch, dass sie so toll abschneiden, wenn ich die mal auf meiner Hand, auf meinem Handrücken auftrage. Also, mach das mal ganz schnell. Oh ja. Also, hatte schon Schlechteres, muss ich jetzt sagen. Oh. Wow. Also damit kann man ganz sicher super. Also, ich finde, die Farbabgabe ist schon gar nicht ohne. Oder? Was sagt ihr? Gut, bei den hellen Nuancen, das könnte es etwas mehr sein. Ja, aber das geht auch. Man muss das nur richtig swatchen. Ne? Nicht so wie ich. Okay, also ich finde die Sachen top. Also ich bin von der Palette auch begeistert. Finde die Farben ganz toll. Und ich bin gespannt, was für Smoky Eyes ich mir damit zaubern werde. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ihr klickt euch rein auf meinen Blog www.maxiprimus.de. Und ich freue mich, wenn ihr da mal fleißig kommentiert. Oder hier. Bis dann. Ciao.